zusammen, es ist Mittwochabend. Was haben wir heute? Den 16. März. Und ich habe mich spontan dazu entschlossen, ein Home-Walk-and-Talk zu drehen. Und ich dachte, wir schauen zusammen den Bachelor und ich erzähle euch mal so ein bisschen, was so bei mir los ist. Quatschen ein bisschen und ich habe mir gerade Abendessen gemacht. Mein Mann hat sich mal dezent verkrümelt, als ich das Wort Bachelor in den Mund genommen habe. Hat er sich gleich mal verzogen, weil er da gar keinen Bock drauf hat. Und wir haben jetzt 8:55, also wir haben noch 20 Minuten, bevor das losgeht. Ich habe mir hier Salat gemacht. Ich kann euch mal zeigen. Da, ein Salätchen. Ich muss euch mal umdrehen. So. Einen Salat habe ich mir gemacht und die Brezel von meinem Kleinen heute Mittag, die er nicht aufgegessen hat. Und ich finde nichts Ekligeres als Brezel vom Vortag. Und die habe ich jetzt neu entdeckt hier bei uns im Treff bzw. im Edeka. Kennt ihr Treff 3000? Gibt es nur bei uns? Ich habe keine Ahnung. Und zwar von San Pellegrino ist das hier so ein Zitronenwässerchen. Es hat schon Kalorien, aber nicht so viel, 150 die Dose. Und das schmeckt so, so, so lecker. Die sind so mega lecker. Also wenn ihr die mal irgendwo seht, müsst ihr euch die kaufen. Und wollte euch noch so ein bisschen aktuell erzählen, warum bei mir gerade so wenig los ist. Und ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt schon meine neuen Abonnenten, die durch die Julia von das Glückskind dazugekommen sind. Ich weiß gar nicht, wie die letzten Videos sind. Ich bin echt gerade ein bisschen raus, weil bei mir so viel los ist. Falls nicht, dann grüße ich euch ganz lieb. Und dann gebt mir doch mal alle eine 1 unten in die Kommentarbox, also in die Kommentare, schreibt mal eine 1 rein, wenn ihr neue Abonnenten durch die Julia seid. Ihr werdet euch jetzt fragen, was? Wieso eine 1? Vielleicht kennen die ein oder anderen von euch die Jugglers und mein Mann und dem seine Arbeitskollegin, so, die sind da so ein bisschen Fan von. Die haben immer jeden Donnerstag eben so eine Online-Radiosendung und die sind ein bisschen verrückt, die sind so ein bisschen Reggae. Typen und ist sehr lustig und die schreiben halt immer, wenn sie, glaube ich, irgendwas gut finden oder so, ich muss meinen Mann nachher nochmal fragen, dann sagen die immer, yeah, schreibt mir eine 1 unten in die Shoutbox, glaube ich. Oder sowas. Ach, ich muss sie nochmal fragen. Auf jeden Fall ist es sehr lustig. Und deswegen bitte ich jetzt alle neuen Abonnenten, die dazugekommen sind, mir eine 1 unten in die Kommentare zu schreiben. So, dann weiß ich nämlich von euch, wer neu ist. Und ich grüße euch mal ganz lieb und ich esse jetzt meinen Salat. Und wir sehen uns gleich zum Bachelor wieder, damit ich das schaffe und mich dann schön dezent aufs Sofa begeben kann. Erzähl euch dann, was los ist und wir lassen uns ein bisschen vom Bachelor berieseln. Findet ihr ihn auch so mega unattraktiv? So ist ein bisschen gelb das Licht, gell? Mal gucken. Bachelor hat angefangen. Die erste geht zu den Eltern. Ich bin ja gespannt. Ich wollte mir übrigens nachher noch meine Nägel lackieren, weil sie sind nicht schön unlackiert. Ich habe sie gestern komplett abgeschnitten, weil es mich so aufgeregt hat. Denn sie, manchmal sind sie zu lang und dann finde ich es nur noch nervig. Deswegen mache ich das gleich. Ich war ja gestern im Aldi einkaufen und habe mir dort zwei Nagellacke mitgenommen und einen Topcoat von dieser Lacura-Marke. Ich hatte euch ja da schon mal so einen in rosa vorgestellt, den ich ja auch ziemlich cool fand. Und ich habe mir eben gestern noch mal einen mitgenommen, nee, zwei, einen dunkelroten und einen, oh Gott, jetzt kommt es wieder, heißt es Taupe? Keine Ahnung, wie das heißt, wie das ausgesprochen wird. Wenn ihr es wisst, schreibt es mir mal in die Kommentare. Aber es ist hier dunkelrot, ich esse im Haribo nebenbei. Dunkelrot und hier dieses, ich habe echt keine Ahnung, wie man es ausspricht. Taub oder was? Taupe? Keine Ahnung, steht auch matt drauf. Das würde mich ja auch interessieren. Und das ist die Farbe 146 Cabernet. Oh Gott, keine Ahnung, wie man es ausspricht. Und ich weiß nicht, was ich nehmen soll. Rot oder das andere? Dass diese Leonie, dass ich die, glaube ich, besser finde wie die andere. Ich weiß nicht. Ihr habt es ja schon gesehen, wenn ich das hochlade.
Aber der Papa sieht irgendwie ganz lustig aus. Mit dem Papa könnte ich eigentlich auch mal einen Walk and Talk drehen. Ich habe gar keinen Plan, wen er nehmen könnte. Irgendwie bin ich schon ein bisschen so für diese Leonie, glaube ich. Ich weiß es nicht. Ich meine, Leonard und Leonie ist schon lustig, oder? Die die Szene ausgeleuchtet haben, die mega Scheinwerfer drauf, sieht so krass unecht aus. Ich finde, er sieht auch komisch aus, wenn er küsst, oder? Die ist halt eher so ein bisschen, glaube ich, so flippig und so. Auch, kann auch erfrischend sein. Sehr schwierig, das zu beurteilen, finde ich. Ich glaube, die Männer sehen das immer ganz anders wie wir Frauen. Wir sehen ja immer tausend Sachen. Und deswegen kann man das schwierig sagen, was die Männer so denken. Sind Männer unter euch, dann auch schreiben. Vielleicht nimmt er auch die Daniela, ich weiß nicht. Doch, sie ist, glaube ich, auch cool. Ich habe mich übrigens für dieses, wie heißt das, Taub oder was entschieden. Und dieser Matt-Effekt sieht schon ziemlich abgefahren aus auf den Nägeln. Aber ich habe jetzt halt noch einen Topcoat drauf gemacht und ich weiß nicht, ob der Effekt jetzt bleibt. Aber die Hand ist noch frei. Ich muss ja auch noch vloggen. Und ich will euch ja in der Pause noch mit euch halt noch quatschen. Liebe, nur Liebe. Ich finde, bei ihm klingt es immer so ein bisschen anstudiert, das, was er so sagt. Boah, diese, wo die da sitzen, das sieht immer so ein bisschen fake aus. Das war ein cooles Lied. Mit Shazam, da lernt man doch immer mal wieder noch so ein paar andere Künstler kennen. Also das kannte ich nicht, aber fand jetzt irgendwie das Lied ganz cool. Muss ich mir mal angucken. Mein Mann muss jetzt runterkommen und den Hund rauslassen. Ja, hätte ich ja auch davor machen können, gell? Es tut mir leid, Nesol. Der eine Nagel, der gefällt mir nicht. Für wen wird er sich jetzt wohl entscheiden? Aber jetzt geht er natürlich erstmal noch ins Wasser. Konnte nicht schlafen. Er kommt. Bestimmt. Schmeißt der Kissen auf mich und vielleicht sind ja meine Nägel lackiert. Vielleicht sollte ich mich auch mal beim Bachelor nominieren. Also, was ist eigentlich so bei mir los? Ich habe ja in den letzten zwei Wochen echt so gut wie gar nichts gemacht, aber das lag ja dran, der ein oder andere hat es ja vielleicht bei Instagram gelesen. Wir wohnen ja hier in diesem Haus in Miete und ja, also wir werden ein Haus bauen, sehr, sehr, sehr wahrscheinlich. Es ist sehr verrückt und ich hätte niemals gedacht, dass solche Worte aus meinem Mund herauskommen. Und ja, die Zinsen sind natürlich unfassbar gut. Also ich glaube, wenn man es jetzt nicht macht, so günstig kriegt man es wahrscheinlich nicht mehr. Und ja, es war nicht geplant, überhaupt nicht. Es war jetzt eigentlich relativ spontan, würde ich sagen. Wir planen das Ganze eigentlich erst seit 3 Monaten. Ja. Was soll ich sagen? Ist etwas spontan, aber das sind ja meistens immer so die besten Sachen. Und Nesoli hat sich zu uns gesellt. Möchtest du bestimmt unter Frauchens Decke, gell? Ja, deswegen war einfach gerade kaum Zeit, weil das mich so sehr oder uns so sehr beschäftigt hat. Und wir uns natürlich in so viele Themen jetzt reinlesen mussten, sei es Heizung, Finanzierung, Hausanbieter, Termine machen, auf die Stadt gehen und so weiter und so fort. Nebenher mussten wir noch arbeiten, unser Kind versorgen. Dann kam dazu, dass, lass mich kurz überlegen, bei meiner Arbeit wir auch das Büro intern umstrukturieren, also wir kriegen neue Büromöbel, das heißt, wir sind da auch noch umgezogen. Nee, so, jetzt geht es nicht unter die Decke. Komm mal her, meine süße Maus. Komm. Die spinnt. Jetzt weiß ich nicht mehr, wo ich war. Ja, genau, wir im Büro umziehen und so weiter. Wenn ich dann noch mir YouTube-Ideen ausdenken muss und das noch filmen und so, das hat dann manchmal keinen Platz in meinem Kopf, deswegen war das sehr spärlich, denn es ist gerade so ein bisschen, geht es gerade drunter und drüber, aber ich denke, dass es ab April
wieder ein bisschen kreativer auf meinem Kanal wird. Ich möchte das mit dem Papa auch vielleicht so ein bisschen, weiß nicht, ausbauen. Nein, das ist das falsche Wort. Halt ihn hin und wieder immer mal dazu ermutigen, mit mir ein Video zu machen. Weil es macht Spaß, lustig, ihm macht Spaß. Und deswegen hatte ich vor, den immer so ein bisschen mit einzubeziehen. Da wird jetzt auch demnächst noch was kommen. Ich habe wieder was gedreht, aber es ist nicht viel. Aber ich muss mal gucken, wie die Aufnahmen sind. Die sind noch auf der Kamera. Und es ist, die Entscheidung ist getroffen. Er entscheidet sich für diese Leonie. Deswegen ist das gerade so ein Thema, so ein bisschen dieses ganze Hausgedöns. Und wir sind schon ziemlich weit vorangekommen, aber es braucht halt einfach alles so seine Zeit und dann habe ich nicht so einen Kopf dafür. Und ja, deswegen gibt es jetzt vielleicht eher mehr so ein bisschen Vlog-Zeug. Ich weiß nicht, ob euch das überhaupt interessiert. Wenn ja, dürft ihr mir das gerne schreiben oder mir einen Daumen nach oben geben, dann weiß ich das auch. Und deswegen gibt es einfach so ein paar Vlogs vielleicht eher, vielleicht, ich weiß nicht, hättet ihr Bock auch mal wieder auf so einen Vlog-Monat oder sowas? Ich weiß nicht, so wie im Dezember, einfach so ein Alltagsgedöns. Ach, ich laber schon wieder 6 Minuten 20. Jedenfalls ist das so ein bisschen das, ich sollte vielleicht ein bisschen mehr ins Licht gehen, so das, was gerade so ein bisschen Thema ist. Und deswegen ist es gerade etwas ruhig und unkreativ auf meinem Kanal. Aber es wird sich bald ändern, ich bin mir ziemlich sicher. Ich glaube, jetzt sagt er ihr gleich, dass irgendwas gefehlt hat. Ich habe das Gefühl, jetzt ist das erste Mal, wo er mal nicht so einstudiert redet. Und das finde ich jetzt eigentlich ganz, wieder ganz gut. Ich fand ihn so die letzten Folgen oder von Anfang an immer so einstudiert, so beim Reden. Aber vielleicht hat er sich das auch ein bisschen einfacher vorgestellt. Und dann, wenn du mal der Bachelor bist, dann musst du es halt durchziehen. Jetzt ist wieder Werbung und mein Akku ist auch bald leer. Wir wissen ja jetzt, wer das ist und ich glaube, ich lackiere jetzt noch meine unlackierte Hand fertig. Und ich hoffe, ich konnte euch so ein kleines Update geben. Der Vlog hat euch gefallen, dieser Sofa-Laber-Schlag-mich-tot-Vlog. Ich verabschiede mich auf diese Weise. Verabschiede mich an dieser Stelle von euch und würde sagen, wir sehen uns schon wieder ganz bald wieder und sage tschüss, bis bald.